Hallo und herzlich willkommen bei der letzten Folge von Limbo, meinem kleinen PC-Nebenprojekt, das ich gestartet habe ohne Pong. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Spiel war wirklich richtig, richtig gut. Es waren knackige Rätsel, die man aber alle irgendwann gelöst hat und die alle mega intelligent waren. Und jetzt stellt sich die Frage, wiederholt sich alles? Und wer ist diese Frau, die wir schon einmal gesehen haben? Und wie wird das Spiel sein Ende nehmen? Okay. Ich möchte jetzt nicht anfangen zu versuchen, dieses Spiel zu interpretieren. Es ist ein sehr kurzes letztes Video. Ich wusste nicht, dass nur noch so wenig kommt. Es tut mir leid. Nein, wie gesagt, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe das jetzt an 2 Tagen, also weiß nicht, insgesamt 5 Stunden oder so durchgespielt. Super. Und wirklich, es gibt irgendwie manchmal so andere Spiele. Man kennt natürlich eine ganze Menge von Rätseln schon. Und ganz viele Spiele wiederholen ihre Rätsel und ihre Sachen. Und ich mag das, wenn das, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das zuletzt war, wo ich das so doll festgestellt habe. Ich mag das richtig gerne, wenn Spiele einen glauben lassen, dass man es sofort gecheckt hat und dann aber nochmals umdrehen. Und irgendwie mit ihren einzigen Rätsel, eigenen Rätseln so gut variieren. Ich glaube, bei Portal 2 war das auch auf eine gute Art und Weise. Da gab es zwar ein bisschen mehr Wiederholungen, aber. Ja, geht's doch noch weiter? Nee. Ehre, wem Ehre gebührt. Das war es tatsächlich. Hier können wir nochmal die Kapitel uns durchgucken. Das Boot. Ich glaube immer noch, dass das auch schon so ein Spinnentier war. Die Spinne Teil 2, die Spinne Teil 3. Tja, was waren das eigentlich für Leute? Nochmal die Spinne. Der Parasitenfreak. Die Stampfmaschinen. Die Häuser. Und die fiesen Kreissägen. Die Mücke, die Zahnräder, die Räume drehen sich Rätsel, die Lorenfahrt, die fiesen Maschinengewehre, noch mehr fiese Maschinengewehre, das war echt ein hartes Rätsel. Die lustige Seilbahnfahrt, alles zerstört sich, ein bisschen Gravitation und das war's. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde mit Sicherheit noch weitere PC-Spiele spielen, möglicherweise schon in naher Zukunft. Vielleicht sollte ich allerdings auch noch mal ein bisschen Metroid weitermachen. Das ist aber immer so aufwendig, da muss ich ganzen Scheiß installieren. Schaut euch auch all die anderen Projekte, vor allen Dingen, die ich gemeinsam mit Pong mache, an, denn das lohnt sich noch viel mehr. Falls euch Limbo gefallen hat, kauft es euch natürlich für viel Geld, es kostet wahrscheinlich extrem wenig. Ich weiß nicht, ich habe es wie gesagt, ich habe einen Download-Gutschein bekommen. Ja, andererseits, wenn ihr dieses Video komplett gesehen habt, lohnt es sich vielleicht nicht mehr. Ich glaube, wenn ich das Spiel jetzt nochmal spielen würde, wäre ich wahnsinnig schnell durch. Es ist halt schon diese Erfahrung des ersten Mals, die das Spiel, glaube ich, zu was Besonderem machen. Und ich glaube, das ist auch wirklich kein Spiel zum mehrfach durchspielen. Aber fantastisch, ich bin restlos begeistert. Bis bald bei unseren anderen Projekten. Und einen wunderschönen Tag noch.